hinter mir, sticht mir den Rücken. Aber man sagt ja auch, man soll die Spiele nicht vergleichen. Also du kannst, glaube ich, Zelda und Pokémon nicht. Du kannst. Das ist wie wenn du sagst, und alle Leute sich über Apex Legends aufregen, wie schlecht die Season ist und bla bla bla. Und Fortnite macht ja das. Selbst PUBG hat die Karte Myanmar oder wie die heißt, oder Sanhok, weihnachtlich geschmückt. Überall sind so eine komischen Girlanden und Weihnachtsbäume und das hat Epix auch nicht gemacht. Aber ich finde auch, das muss ein Spiel nicht machen. Und auch dieses Aufregen immer, dass das eine Game besser ist als das andere Game. Ja, Digga, dann spiel das andere halt einfach nicht. Wo bist du denn zurzeit bei Elden Ring? In der Hauptstadt. Aber ich wollte noch da einmal hin, wo du gestern, nee, vorgestern, nee, irgendwann warst du da. Ich bin hier. Und wir laufen heute diese Treppe, die du dort siehst, die laufen wir da hoch. Und da hinten ist irgendwo, da oben ist ein Boss. Aber ich weiß nicht, wen oder was man da antreffen wird. Habe ich das hier eigentlich schon angeklickt und aktiviert? Ja. Ich wollte tatsächlich einmal woanders hinlaufen. Und zwar hier oben hin, weil da hattest du nämlich noch was gemacht, was ich im Hinterkopf hatte, aber nicht mehr gemacht habe gestern. Das habe ich gestern tatsächlich vergessen. Und zwar hatten wir hier tatsächlich einen Hinweis bekommen. Wir haben einen Hinweis bekommen. Wir haben einen Hinweis bekommen. Irgendwann mal stand das auf dem Boden, dass man hier Nacht versuchen soll. Und dann triggert man hier nämlich irgendwas. Und ich weiß nicht, ob ich das schon schaffe. Der ist, glaube ich, ganz schön stark, oder? 40.000 Runen. Will ich die verlieren? Wollen wir schnell 7.000 oder 8.000 vielleicht hochleveln, damit wir noch ein bisschen, dass wir immer upgraden können. Und Mirko! Danke fürs Wasser trinken. Prost, dann halte ich jetzt Sindo. Guten Morgen. Ich spiele ja nur freitags, aber wir sind gleich auf. Ja, ich habe gut aufgeholt, ne? Ich habe tatsächlich gut aufgeholt, würde ich doch mal sagen. Aber es ist ja kein Kopf-an-Kopf-Rennen hier. Also dafür hast du ja schon mehr Orte und mehr Sachen entdeckt als ich. Das, was ich noch nicht entdeckt habe. Boah, kacke, Leute. Ich glaube, ich muss die Vorhänge vormachen. Ich werde von draußen mega doll geblendet, weil die Sonne da ist. Wow. Okay, so viele Punkte gibt es nicht. Wir haben jetzt 1500. Haben wir jetzt gemacht. Und ich hatte noch überlegt, vielleicht sollten wir noch mal komplett durch die ganzen Ländereien gehen, weil wir doch immer diese Schwerter irgendwo gesehen haben. Und ich glaube, das ist ganz cool, wenn wir mal überall durchreiten und uns das noch mal angucken, weil wir ja letztens dann ein Story-Element gekriegt haben. Ich glaube, das wäre eigentlich ganz cool, wenn wir da noch mal hingehen und die Schwerter uns noch mal reinziehen würden, dass wir einfach ein bisschen Story noch mitkriegen. Wie viel brauchen wir? 1000? Ich glaube, wir brauchen 48.000 zum Leveln, ne? Oder war es nicht so? Mein Vorhang ist zu, ich sehe trotzdem kaum was. Einfach mal nackt versuchen. Nee. Hallöchen, Hausgut! Ey, wunderschön! Guten Morgen! Leute, ihr habt, glaube ich, in 11 Minuten Werbung. Nicht, dass ihr euch wundert. Ich sag's schon mal jetzt. Nicht, dass ihr... Wir sind heute relativ schnell mit dem Quatschen gewesen. Sonst bin ich immer schon im Game drin und dann kommt schon Werbung. Wie, nee? Nee, ich will nicht nackt versuchen irgendwas. Warum soll ich nackt? Nee, Digga, nicht nackt. Aua. Ich habe heute übrigens ganz, ganz gut meine Zähne geputzt. Richtig vorbildlich. Schön lang von der Zeit und dann schön so mit auskratzen und hoch und runter wiggeln und ich habe heute richtig gut meine Zähne geputzt. Ich muss halt auch ehrlich sagen, ich bin einfach immer richtig faul, wenn es um Zähneputzen geht, ne? Weiß nicht warum, aber so richtiger Fauli. Fauli, Fauli. Auch so abends.
Angst. Ich will einfach nur ganz schnell ins Bett. Ich habe gar keinen Bock, wieder lange rumzuruddeln. Aber King Kong, dann darfst du dich ja eigentlich gar nicht jetzt... Ah, du gehst ja eh nachher zur Arbeit. Alles gut. Wollte gerade sagen, du darfst dich ja dann eigentlich gar nicht spoilern. Ach, du Drecks-Schack-Kacke. Schack-Hacke. Schlange wollte ich erst sagen, aber es ist ja eine Schnecke. Schalange. Ich höre eine Waschmaschine. Ich bin mal eine Stunde durch das erste Schloss gegangen und habe viel neues Zeug gefunden. Durch welches Schloss? Durch das da vorne? Oder welches Schloss meinst du? Es ist kein Schloss, das ist die Hauptstadt. Welches Schloss? Hier wollten wir übrigens noch hingehen, Leute. Ich glaube, da waren wir da schon? Ach doch, da waren wir schon. Sind wir schon lang gelaufen. Wir könnten halt unsere Runen einsetzen, ne? Die Heldenrunen und so, aber nicht, dass wir dann doch wieder so... Soll ich die einsetzen, dass wir halt nicht kämpfen? Oder wir kämpfen? Ach komm, wir gehen zurück. Das erste Sturmschleier? Da bist du noch mal reingegangen? Das Krasse ist, ich habe da halt immer noch eine Tür. Hier. Ich habe da immer noch irgendwo eine Tür, die ich von innen nicht aufgemacht habe. Ich weiß nicht, wie man da hinkommt. Ich habe irgendwo da was übersehen. Aber es gibt wahrscheinlich echt viele Sachen, die ich übersehen habe. Aber wisst ihr, was krass ist? Wir sind heute im 20. Stream und ich habe mir das einfach gemerkt, dass da eine Tür ist, die ich noch nicht geöffnet habe. Ich brauche keine Markierung, Leute. Ich kann das auch alles so. Ich kann mir das alles merken. Wie geht's? Alles gut bei dir? Bei mir ist alles gut, ja. Ich kann mich nicht beschweren. Ich hoffe, bei euch ist natürlich auch alles im Lot. Ich hoffe, es ist alles gut soweit. Okay, die haben 800 gebracht. Die haben 6000 gebracht. Die haben 26.000 gebracht. Sich auch einfach mal aufschreiben. 7.500. 15.000. Holy shit. Wie viel hat wohl die Heldenrune 5? 20 bestimmt. 35.000? What the fuck? Und die? 50.000. 195.000. Ja, da können wir vielleicht ein-, zweimal ableveln. Ich habe heute komplett verpennt. Ich wollte heute eigentlich zum Sport. Jetzt habe ich aber keine Lust mehr. Ja, da kannst du natürlich den Stream von Evi heute gucken, ne? Muss alles positiv sehen. 50.000. What the fuck? Da habe ich ja schon wieder 40.000. Ich brauche 53. Du Scheiße. Hey, jetzt sind wir genau da, wo wir vorher waren. Ich habe vorher, glaube ich, auch 40.000. Ich habe jetzt so viel ausgegeben, aber nicht das, was ich ausgeben wollte. Hat sich irgendwie bestimmt auf den Zettel geschrieben. Ich habe tatsächlich angefangen gehabt, mir das ins Notizbuch einzutragen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dadurch, dass ich ja nur Elden Ring spiele, kann ich mir halt Sachen gut merken. Und ich weiß ja, wo wir nicht weitergekommen sind. Ich bin ja nicht, also ich werde jetzt nicht sagen dumm, aber ich bin halt recht aufmerksam. Und ich kann mir sowas halt gut merken. Mann, ich habe einen Nietnagel hier an meinem Finger. Was ist das für ein Scheiß? Ich bin auch gerne hier, gar kein Problem. Ja, aber Sport machen ist schon wichtig, ne? Ach komm, wir probieren den. Ich meine, was soll denn passieren? Was soll denn passieren? Außer, dass wir sterben. Aber ich glaube, dann liegen die Runen ja am Tag hier. Die werden wir schon nicht verlieren. So, dann... Zauberei versuchen. Was
das mit der Zauberei wichtig und besser ist? Na, mal gucken. Okay, wir sehen das jetzt einfach als Übung an, ja? Kommt der da gleich raus? Tatsächlich den Dings nicht rufen kann. Den Geist. Ich würde hier gerne zusammen mit meinem Lakai kämpfen. Wir sind etwa 30 Level voneinander entfernt, aber gleich in der Hauptquest. Wird hart für dich. Ja, alles gut. Das klappt schon irgendwie. Okay, also der war schon... Ist halt die Frage, sollen wir... wir haben schon wieder keine Schmetterlinge und Pilze haben wir auch nicht wirklich. Wir haben letztes Mal die ganzen Sachen ausgegeben, glaube ich. Die Spalte, wovon redet sie? Das ist ein Geheimnis. Frag mich halt, ob es sinnvoller ist, hinter denen sich zu stellen. Wahrscheinlich schon, oder? Dass man gleich hinter denen hinrennt, anstatt irgendwie vor dem zu stehen, dass wir vielleicht diese andere Attacke machen können. Ach, der dreht sich immer um. Ja, okay. Pferd benutzen? Oh ja. Okay. Ja, der hat halt echt eine krasse Reichweite, ne? Mit seinem magischen Schwert. Nur in einem bestimmten Radius immer Abstand dann davon hält. Das muss ich sagen, das mag ich tatsächlich in dem Game mit dem Anvisieren nicht, mit dem Anfixieren nicht. Also mit dem Pferd, weiß ich nicht, macht das wahrscheinlich auch nicht viel Sinn. Vielleicht, dass man, aber Nahkampf ist bei dem halt auch scheiße schwer, glaube ich. Das müssen wir mal probieren. Ich probiere das jetzt einfach ein bisschen am Anfang, um mal reinzukommen in the Game. Und dann gehen wir nachher auch wieder ins Schloss, würde ich sagen. Und machen da dann tatsächlich weiter. Wenn wir den nicht bekommen, ist nicht so schlimm. Wir können uns den ja merken, dass der hier ist. Meine Runen vorher nicht eingesammelt, die 40.000? Oh, habe ich vergessen. Naja, passiert. Ich bin halt auch noch nicht ganz wach, Leute. Ah, okay, sowas macht ihr auch. Ja, Digga, kommst halt gar nicht weg.
Kacke, ich hab meine Runen vergessen einzusammeln. Ah, scheiße. Ah, passiert. Shit. Klabauter! Dankeschön. Vielen, vielen Dank für den Resub. Im Sage und Schreibe dritten Monat. Der dritte Monat, der ist der wichtigste. Nee, alle sind wichtig. Lügen wir da nicht. Ich überlege gerade, ob ich vielleicht irgendwie dem vielleicht irgendwas entgegenschmeiße. Aber ich konnte, glaube ich, nichts bauen oder so, ne? Konnte ich irgendwas craften? Ja, dieses Vergiftungsscheiß, was ich jedes Mal selber irgendwie mir entgegen donner. Wir könnten sonst Feuer theoretisch auf unser Schwert schmieren versuchen, dass wir das irgendwie machen. Dass wir da noch ein bisschen mehr Damage geben. Oder Scharlachfäule. Blitzschaden, Magieschaden. Ich weiß halt nicht, gegen was der Frost wäre natürlich auch geil, ne? Weil dann ist er ein bisschen langsamer. Drachenwundfett. Ich glaube, ich probiere mal Frost. Ich will das mal austesten. Und ey, ihr hattet gerade Werbung gehabt. I'm sorry. Würde, ne? Das ist echt insane. Ich hasse das so mit dem Pferd zu spielen. Das glaubt ihr gar nicht. Halt doch noch mal schneller weg. Ah, schade. Ich glaube, der ist echt ein bisschen zu stark. Die Frage ist, warte, ich will noch einmal will ich noch mal probieren. Einmal will ich noch mal ausprobieren. Vielleicht aber mit Pferd, ohne Pferd. Ich probier noch mal die Fäule aus. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass das mit dem Frost irgendwie was gebracht hat, oder? Hallöchen, Rypsilon! Na, wie geht's? Wie steht's? Schön, dass du da bist. Rypsilon. Gerade mein Twitch-Recap geschaut und du gehörst zu meinen meistgesehenen. Sehr gut. Das freut mich, Leute. Das freut mich sehr sogar. Ich fand das bei Tinken zum Beispiel auch geil. Oder war das bei Tinken? Nee, bei irgendwem. Bei wem war denn das? Bei Gatchy Barely. Da war ich sogar zweimal drin. Einmal mit Shooter Efi und einmal mit dem anderen Kanal. Mega gut. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Das freut mich natürlich, wenn euch ja, der Content so gut gefällt, dass ihr natürlich hier gerne zuschaut. Das ehrt mich natürlich. Vielen, vielen lieben Dank. Dass ich da schon wieder hängen geblieben bin, ne? Wer konstruiert denn so eine Pisse, dass man einen fucking Stein stecken bleibt zwischen dem Scheißstock? Alter! Das verliert man nur, wenn man sich da nicht gut bewegen kann. Das ist echt das Problem an der Stelle. Das ist so
sad. Sad. Die Reichweite von ihm ist aber auch insane. Ja, theoretisch müsste man, glaube ich, sich darauf fokussieren, dass man gar nicht großartig wegrollt von ihm, sondern eher versucht zu dutschen. Ich probiere es noch einmal. Ich kann bei solchen Sachen auch immer nicht aufgeben. Habe ich meine Runen schon eingesammelt? Nee. Die 333 Runen. Weiß ich, 40.000 lasse ich liegen, aber die 333, die muss ich mitnehmen. Das sind die wertvollsten von allen. Komm, wir machen Magie-Schaden. Wir müssen uns ja auch ein bisschen ausprobieren. Vielleicht sind wir auch einfach zu schwach. Kann ja auch sein. Rollen, 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 rollen. Was ist das denn jetzt, was er gemacht hat? Hallo, kann ich auch aufstehen, oder? Wieder die alte Leier, dass ich jetzt wieder Ewigkeiten wegrenne. Dass er da jetzt auch noch mitkommt, ist natürlich echt unglücklich. Hallo! Oh, das Spiel, Alter. Holy shit, Alter. Ja, was los schon wieder? Ein Schild. Ich frage mich, ob man bei dem auch mehr den Sprungangriff machen sollte, dass man vielleicht... Kannst du mal kurz Karte aufmachen, damit ich sehe? Ach so, ja. Ja, ja, ich bin hier. Bei dem. Bei der wunderschönen Hütte. Das hat jetzt eigentlich gar nicht so schlecht geklappt. Den hatten wir auch fast, muss man sagen. Komm, einmal noch, oder? Lass ich's? Einmal noch? Ah komm, ich hab schon Bock. Einmal will ich noch. Einmal will ich noch, einmal geht noch rein. Ah, das ist halt echt ärgerlich, wenn man da halt wirklich viel rumläuft. Dass das dann halt echt ein bisschen nervig ist, ne? Ich mach jetzt erstmal die hier unten, die gehen mir auf den Sack. Wenn die hier immer kommen, wenn ich am Kämpfen bin. Nerven mich. Ja, friss meine Shorts. Ich meine, wir könnten auch einen Runenbogen nehmen. Können wir auch einmal probieren. Könnten den auch vergiften. Könnten wir auch probieren.
Natürlich absichtlich gemacht, damit er mal denkt, er hätte was hingekriegt. Wieder Sith Lord. Ah, hatte ich nicht gesagt, ich will Sprungangriff mehr probieren? Das war eine Attacke, die kannte ich noch nicht. Ach, das ist auch ein Klangperlenjäger. Jetzt sehe ich das erstmal, was das für ein Charakter überhaupt ist. Digga, ich hänge halt hier überall immer fest. Das geht mir so auf den Sack, das glaubt ihr gar nicht. Würde ich tatsächlich nicht sagen. Es kann immer auch sein, dass das vielleicht doch nicht funktioniert. Ey, wie ärgerlich. Das war schon sehr knapp, muss man ehrlich sagen, ne? Ich frage mich, kann ich mich da oben aufs Haus stellen mit einem Pferd und er kommt einfach nicht hin? Obwohl, mit seinem scheiß Zauberschwert kann er bestimmt da rankommen. Naja. Hallo, ich bin Zombie-Laub. Guten Morgen. Schön, dass du reinschaust. Ich hoffe, dir geht's gut. Meine Mama letztens meinte, was ist eine Wishlist? Habe ich ihr das kurz erklärt. Sie so, und du nutzt das einfach dafür, um Dinge abzuspeichern und nicht zu vergessen? Man hat die gelacht. Nächstes Jahr Versuch... Achso, nächsten Versuch packst du ihn. Ich dachte, das gehört noch zu dem Text. Hä, aber warum hat sie darüber gelacht? Ich meine... Huch, jetzt habe ich noch mal eine Nacht gewartet. Also ich glaube, meine Mama kennt das mit der Wishlist. Das ist doch wie, wenn man sich so einen kleinen Einkaufszettel schreibt oder eine kleine Liste, was man so den Leuten schenken will. Ich finde das eigentlich gar nicht übel. Hätte ich zwischendurch wieder den Runenbogen aktivieren können? Ich glaube, der war ausgelaufen, oder? Oder war der nicht ausgelaufen? Also ich glaube, würde ich nicht überall hängen bleiben, dann würde ich das, glaube ich, echt gut schaffen. King Kong, hast du den geschafft?
Ja, und dir, bei mir ist alles gut, Zombie Love. Ich kann mich nicht beschweren. Bei mir ist alles tippitoppi. Außer heute ein bisschen Kopfschmerzen, aber sonst ist alles gut. Das nutze ich mal auf. Ach Kacke, jetzt habe ich Blutverlust drauf gemacht und habe es weggesteckt. Ist er verschwunden? Ah ne, da hinten läuft er. I thought he was disappeared. Ja.